Meine Damen und Herren, willkommen zu einer unglaublich neuen und tollen YouTube-Aufnahme. Wir spielen heute mit einer wahnsinnig tollen Teamkonstellation. Nämlich, es geht um Project Skins. Ihr seht es hier, wir haben wirklich das Beste der Besten. Zack! Ihre Bewegungen voraus. Ja, rennt schnell zurück. Ja, und Alien ist direkt erstmal braindead. Und AFK. Gut, der beste Spieleinstieg. Wir spielen nämlich heute in Yi im Jungle. Nebenbei bin ich noch am Stream, das heißt, wenn ich ein, zwei Worte zum Stream sage, bitte nicht irren. Wenn ihr selber beim Stream dabei sein wollt und mit mir quasseln oder spielen wollt, unten in der Infobox ist natürlich der Link zu meinem Stream. Ich streame momentan fast täglich. Und Alien ist AFK. Das heißt für mich, Yi in der Mitte. Oh, hier ein bisschen. Emne Ari. Will ich da auch. Wir haben Ramos. Guck mal, der Alien. Da ist er wieder da. Wir haben eine Project Ash versus eine Project Ash. Wir sind ja komplett Projecto Macdo. Alien. Kriegst du deinen Hintern? Das ist sehr nett. Sehr netter Junge. Guter Mann. Isoliere die radikalen Kräfte. Was just a prank. So, Audio mal hier ein bisschen, Stimmlautstärke ein bisschen runter. Wir haben nämlich vorhin Mundo gespielt und ja, da mussten wir ja irgendwie alles ganz laut stellen. Ich hoffe, es funktioniert jetzt einfach. Passen. Oh. Okay, Boys, es geht los. Weit. Projekt Gromp ist gestartet. Junge, das ist... Guck mal, das ist ein Pull, wie man ihn im Lehrbuch nur sonst sieht. Ganz tolles Tennis. Ganz großes Tennis. Wir haben Gott sei Dank Ramos, der wird mich nicht wirklich countergankt. Sagte er und wurde gecountergankt. Komm, töte es. Schneller. Würfe machen wir noch, dann regenerieren wir. Zack, Schlitz. Bam, Junge. Weggeschlitzt. Der Chat drückt mir schon die Daumen, aber das wird. Das ist auf jeden Fall, wir haben erstmal AP im Team, das ist ganz cool. Was wir vorher nämlich nicht hatten. Oh ja. Kommst du so durch den Jungle, ne? Ohne überhaupt einen Lebenspunkt zu verlieren, quasi. Alien macht den Echo. Er macht immer den Echo. Eigentlich ist. Ja. Das, da sage ich nicht mal was zu. Jedes einzelne Mal, jedes Spiel, spielt er den Echo. Oder er verliert halt. Super Schlitz 5000. Ramos ist am Start. Umgegangen. Den hat er vielleicht. Ich hatte eine Sekunde die Befürchtung, dass er mich wirklich gecounter-jungelt hat. Die Befürchtung hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Und, oh, Ramos hat einen Flash. Perfekt. Ja, GG. Ja, Toplane wird direkt gefeedet. Weggepöllert. So, zack. Wollte mich schlagen, aber er hat es nicht geschafft. Oh, hier ein bisschen, hier ein bisschen, ne? So. Wir haben knapp... Ist eigentlich für mich das Zeichen... Nee. Der ist zu AFK. Nee, der ist jetzt wieder... Guck mal, der Alien, der macht seinen Job, ne? Wenn du nichts im Leben erreichen kannst, dann spielst du mal eine Echo in der Mitte. Lag. Ari hat einen Lag, klar. Natürlich. So, wir gehen weiter. Im Endeffekt versuchen wir uns schnell einen Blutschnitter zu holen und die Schuhe. Und dann wird erst dann alles kaputt gemacht. 20 FPS. Echo FPS Plays. Die Mitte, die bekämpft oder die munkelt. Man munkelt da ein bisschen, wer die schlechteren Conditions hat zu spielen. You're just bad. Oh, Shots fired. Also das Mitte-Duell, das wird richtig Premium, glaube ich. Jetzt hat die gegnerische Mitte Ari erkannt, dass sie schlecht ist. Jetzt wird halt ein bisschen auf traurig getan.
Oh nein, ja, lol. Oh nein. Lol. Ich würde gerne da rein queuen und dann wegflashen. Wir haben die als den Ramos. Ramos Salamus. Nein! Where's the team? Where is the team? Fuck. Ich habe ein bisschen overextended, aber insgesamt war es worth, weil wir 2 Kills bekommen haben. Komm, hier. 10 Sekunden muss ich warten. Ja, das ist ja... Quasi habe ich einen Kill bekommen, weil ich zweimal 150 Gold bekommen habe. Also steht es 1-1. Ich bin nicht negativ. Alles ist gut. Da muss es Mitte. Man muss halt schauen, wo man bleibt, ne? Bei sowas ist immer ganz, ganz wichtig. Guck, wo du bist. Guck, wo du hin willst. Guck, dass du hier die kleinen Schlitzer machst. Ninja-Style. Ja. Das, was ich richtig geil bei Project Echo finde, es sieht halt aus, als würdest du in Tron irgendwelche Rennen fahren, ne? Haben sie echt gut hinbekommen. So, ich will jetzt eben mal schnell Level 6 machen. Dann schlitzen wir irgendwas hier als nächstes auf. Level 5 reicht nicht. Da wird mehr kommen. Guck hier. Gar keine Chance, die Wölfe. Unten. Ist aber nicht Mist, ne? Aber... Immer auf den Leim gegangen. Wer hat die beiden Kills bekommen? Ash. Hat auch besseren Farm, ne? Der Lömi, der ist einer der besten Ashs der ganzen Welt. Ne? Meisterlich quasi. So. So, den Blue, den schnetzel ich mir mal. Ganz schnell, bevor der Alien merkt, dass er da ist. Ne? Teamplay ist was. Teamplay ist was für Luschen. Zack. Genommen, gar kein Problem. Rein hypothetisch, wir brauchen 1000 was. Ich würde gerne. Da möchte ich dann doch nicht hin. Oh lol. Nee! Sind alle hier. Komm her, roll mir entgegen. Ich hab mein Ulti. Das ist der Meisterbait. Das ist ein Masterplan von langer Hand. Ist alles geplant. Never mind. Guter Plan. Vielleicht krieg ich jetzt einen Red-Buff noch. Gehen die wieder? Weiß ich nicht. Nice. Ja, das ist der Plan gewesen. Von Anfang an. Einmal um den Kreis... Das wird er nicht machen, ne? Einmal um den Kreis laufen. Fertig. Das ist der Plan. Jetzt habe ich einen Red Buff. Bin ich ein glücklicher Mensch. Guck mal, jetzt hier Blutschnitter holen. Zack, mein Equip, was ich will. Und jetzt steht da 1-1-2. Ja, jetzt kannst du nicht sagen, dass ich Killstil oder sowas. Mann. Sollen hier Leute live im Stream gegrüßt werden, wenn die wissen, dass es eine YouTube-Aufnahme ist, die Bade von Carlo grüßen. Jordan Bade, du bist jetzt auf YouTube, dankeschön. Thank you for your appearance. Special appearance, Jordan Bade. Das wird in der Infobox stehen. So, wollen wir direkt einen Non-Red Buff nehmen, ne, um auf Nummer sicher zu gehen. Doppelt hält besser. Der Flash war Bombe, ne? Der Chat sagt gerade, der Flash hier unten, der war ganz großes Tennis. So, passt auf. Ulti ist jetzt wieder bereit. Wir haben einen Red Buff. Ich würde sagen, alle Zeichen stehen auf Kloppe. So, pass auf. Fiora steht nur 2-0. Ich weiß nicht, ob ich die kriegen würde. Unangenehmes Ding, ne?
würde sie gerne versuchen. Dann sagen wir es mal so. Oh lol. Nee. Das mache ich nicht mit. Also ist es mir zu zweit mit Tier. Ah, nee, das ist es mir nicht wert, ehrlich gesagt. Der Ramos war auch noch da, das war absolut die richtige Entscheidung. Dass da nicht von mir engaged wurde. Oh ja, da, der ist so meiner. Das ist mein Ding. Nein! Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein, dass da der Ramos kommt! LOL! Und ich hab den Kill nicht mal bekommen! Jetzt stehe ich 1, 2, 3. Mann. Gibt es nicht, ne? Blöder Alien. Der kriegt auch nicht den nächsten Blue Buff, glaub mir mal. Ramos Salamos ist da unten. Ich könnte mittlerweile, glaube ich, den Drake solo machen. Das würde ich mir komplett zutrauen. Jeder Schuss ein Treffer, das ist gut. Wir stehen auch momentan hier 3-0 Ash. Ja? 3-0 Ash stehen wir. Hier ist ein Ramos Salamos. Uiuiui. Nee, hier wurde was gemacht, was mir persönlich nicht gefällt. Guck mal hier. Weißt du, was du einfach machst? Wie viel mache ich dann Minions-Schaden? Guck mal hier. Einfach mal weg. Zack. Keiner hat's gemerkt. Oh lol. Echo reported wegen Fiden. Ich einfach mal hier hin. Guck hier. Und der Echo, der kann jetzt nicht den Blue Buff nehmen, sondern den nehme ich mir schön. Tja! Echo Mr. Schlecko. Oha. Lol, oh, das wusste ich jetzt nicht. Das war aber eine ganz gute Sache eigentlich. Ich glaube, ich hätte noch deeper gehen können. Aber ich hatte halt nichts mehr, um dich zu verfolgen, ne? Vielleicht war es auch richtig so. Ich glaube, es war richtig so. Ich bin viel zu offensiv eigentlich immer. Mann. Ich wohne nicht in Berlin. Devil Knight, hallo im Chat. Was geht bei dir ab? So, gucken wir mal, was wir jetzt kaufen. Wir kaufen offensiv, ne? Das ist das Geheimnis halt von mir. Defensive Items machen keinen Schaden. Deswegen kaufe ich offensiv. Das ist halt alles. Das ist das Geheimnis von Challenger. EG. Ja, Suat. Große Probleme. Könnte funktionieren, es muss aber nicht funktionieren. Also es wird knapper. Das kann man wenigstens so sagen für Fiora. Für die Fiora. Hat er aber einen Red Buff geklaut, ne? Hier steht Fiora. Oh, die ist ja schon wieder fast voll. Und unsere Ash, die steht einfach mal 5-0. Ich glaube, ich könnte es schaffen.
Fick dich, Amos. Ohne Mist. Du bist scheiße. Ich hätte also die Fiora 1 gegen 1, die hat keinen Mana, die hätte ich weggeklatscht. Ja, aber es läuft halt ungünstig für mich gegen den Rahmus. Da machst du halt nichts mehr. Ne? So, gehen wir mal rein. Ich würde sagen, ich will auf jeden Fall prozentualen Schaden haben. Alleine wegen dem Rahmus. Das ist, ich meine, der countert mich jetzt extrem. Aber das schaffen wir schon. Wir schaffen das. Und Fiora ist, nehmen wir raus, gar kein Problem. Müssen halt nur gucken, wie. 1, 2, 3 spielen wir. Unten sind wir ganz gut. Also, man muss ja auch sagen, Yasuo steht zwar 1-3, aber er ist farmtechnisch jetzt nicht so im Nachteil. Und wenn man dann auf der unteren Lane sich das Ganze anschaut, das ist ein großer Unterschied. Nächster Drake ist übrigens Cloud Drake. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Hier ist Rahmus. Den nehmen wir als nächstes. Das ist meiner. Will ich auch noch am liebsten haben. Krieg ich aber nicht. Den habe ich wieder nicht bekommen, den Kill, ne? Nein, natürlich nicht. Ash bekommen? Ja. Ja, wenigstens Ash, nicht Leona. Alles gut. Mann. Buddy, spielst du noch Pokémon Go? Momentan habe ich leider gar keine Zeit dafür, weil EPW als Projekt mit der ESL einfach viel zu viel Zeit wegnimmt. Also ich hätte Bock, ja, aber ich bin einfach... Das ist übrigens auch auf YouTube die meistgestellte Frage. Mit Abstand. Okay. Ich aber noch. Ah, Double Kill wenigstens bekommen. Jetzt bin ich wieder ausgeglichen. Also wie gesagt, Pokémon Go ist momentan, ich hätte Bock, aber ESL, Verpflichtungen und so weiter mit der Selbstständigkeit, das ist viel Arbeit. Und dementsprechend auch muss ich gucken, dass ich auf den grünen Ast da komme. Da kommen dann Pflichten vor Hobbys quasi. So, wie steht's denn hier? Ja, oha. Also oben müssen mittlerweile die Fiora, die müssen wir eigentlich mal nochmal oben vorbeischauen. Wird das nicht mehr viel. Ich denke mal, Infinity Edge wird das. Oder Infinity Edge Phantom Dancer. Irgendwie, wir sind alle deutsch. Aber irgendwie hört sich cooler an. Ja, Devil Knight. Also, wird auch gerade im Chat geschrieben, ne? Wer den Chat gerade nicht anhat. Dass Pokémon Go einfach momentan zu viel quasi. Du nicht, Echo. Du kriegst ja keinen Kill. So, jetzt bin ich wieder positiv. Sind wir glücklich? Ballern wir oben mal den Turm weg. Haben wir den ersten Turm? Ja, 13-0 Stirn steht's ja. Lol. Mitte wird jetzt angegangen. Aber wir sind zu viert hier oben. Ich würde sagen, ne? E anschmeißen und Damage. Perlan. Ja, wir können weitergehen, Leute. Wir können Bock haben. Mitte kriegen wir schon früh genug, die ist relativ. Mal E aktivieren, damit wir ein bisschen mehr Damage haben. Und ich bin der Arsch, der getroffen wurde von der Ultimate. Ja, danke schön. Danke, Merkel. Oh lol. Flash übrig.
Hallo? Oh nein! Das gibt es doch nicht. Wie boosted war das denn bitte? Nevermind. Das ist nie passiert. Lol. Ja. Das schneide ich raus. Aber wenigstens den Drake machen. Guck mal hier, habe ich ihn wegstoßen lassen, ne? Bin ich schneller hinten. Die hat genug Farm. Die braucht ihn nicht mehr, ne? Wir sind ein Jungler, wir müssen den Farm stehlen. Aufgabe. So, wir können Blade of the Rune King jetzt kaufen, was sehr geil ist. Wir machen jetzt noch die Wölfe, denke ich mal. Und dann geht's back. Da vorne würde ich sowieso nicht mehr rechtzeitig hinkommen. 1, 2, 3 und back. Gut, dann haben wir noch 850 Gold übrig. Ich tendiere... Ja, einfach zu mir leben. Ein bisschen mehr zu trainen. Passt schon. That passed. So, oben haben wir die Fiora. Die Ashe ist halt mega aus dem Spiel, ne? Und mit Jenna und sowieso. Alles mitnehmen, was wir bekriegen können. Ist gerade im Discount. Und der Ramus. Den Ramus, den habe ich jetzt seit ein paar Minuten nicht gesehen, was mir persönlich auch sehr gut fällt. Peppen. Immer peppen. Eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, das war ein Penta. Ich hab Penta gemacht. Ja, easy. Ich glaube, ich wäre noch davon gekommen, wenn ich mal mein Blade of the Rune King früher eingesetzt hätte und mich geheilt hätte. Bei dem Tower Shot. Aber ist mir egal. Penta, easy. Alles geklaut, was geht. So, ich muss sagen, das mit dem Stuhl sieht sehr geil aus. Ja, viel Spaß, Leute. Habt die Vorarbeit gemacht. Macht ihr mal zu Ende hier. Damit Papa nicht immer alles alleine machen muss. Dachte derjenige, der 1, 2, 3 irgendwann stand mal. Oder 0, 1. Ich glaube, ich bin 0, 1 gestartet, ne? Aber es geht, ist halt Late Game. Taker, is that you? Ja, danke schön. Es ist jetzt ungelogen, die letzten drei Tage an jedem Tag einen Penta geschafft. Nee, Alien. Lololol. Jetzt werden wir gucken. Oh lol, Doppelzeichen. Pep, 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 pep. Faker, is that you? Weißt du, was das Gute dran ist? Fick dich, Alter! Das kann doch nicht wahr sein! Der Saftsack. Also der Alien, der wird auf jeden Fall erstmal dick reported, ne? So. Komm. Fuck! Und ich hätte noch smiten können, das wär's gewesen. Mann! Hacke hier! Der Red Smite. War der schon da? Habe ich das einfach nur vergessen? Bin ich so boosted? Ja. Ja. Nach dem Penta der Abstieg. Aber es ist schon mal gut zu wissen, die Fiora mache ich im One-on-One. Die Ashe ist jetzt kein Problem, da habe ich die Ulti gedodged. Die eigentlich ich gar nicht dodgen wollte mit der Q, aber irgendwie gemacht habe.
Aber die Jenna hat mich halt zweimal hochgeworfen. Ich glaube, das war dann so das Ding. Die ist halt sehr... Lebensraub. Ich hätte sie bekommen. Ich hätte, glaube ich, auch beide bekommen. Bin einfach wieder boosted gewesen. So, Zeit aufzuräumen. Oh, da oben ist ein Red Buff, der mir bald gehört. Dodges von der Krabbe waren OP. Alien will einfach mir auf den Sack gehen. Hui! Bin ja echt dafür, ein Freund davon, jetzt noch Xerax zu bauen. Oder Titanic Hydra. Lass jetzt aber gerade live den Twitch-Chat mal abstimmen. Also bitte Titanic oder Hydra. Nee, falsch. Titanic oder Xerax. Ja, du bist trotzdem tot. Eins. Vielleicht kann ich den da oben noch Kills stehlen. Oder töten. Der Smite! Er hat gewirkt. Erstmal aus der Ferne, wie ein Minion. Ja, ey, Leute. Ja. Kann mir Alien den Baron nicht klauen, weil der ist für jeden. Was? So, das haben wir auch noch erledigt. Dann gehen wir mal weg. Na. Mist. Ich hätte noch ein paar Mobcams machen müssen. Aber wir gehen jetzt zum nächsten Drake da unten. Drachenkontrolle, ja, Objective Control. Das ist der Schlüssel zum Sieg. Das ist den Schlüssel. Halt die Leute hier an den Haaren durchs Game. Frage ich mich nur. Ja. Boah, ich brauch dich mal smiten. Headbock. ADC ist nämlich nicht hier. Dankeschön. Nevermind. Heute kein Pentabär. Ich bin mit dem blauen Auge davon gekommen, das muss mir reichen. Ja, GG. Das war's. Passt. GG, 15-5. Noch eine Runde auf den Stuhl drehen. Übrigens, ich krieg morgen neue Stühle von der ESL. Diese zwei Maxnomic coolen Stühle. Ich mir nie alleine gekauft hätte, weil die viel zu teuer eigentlich sind. Aber die kriegen wir für das EPB-Projekt. Das heißt, ich hab morgen diese geilen Gamer-Stühle endlich. Kann ich nämlich einen so nehmen und einen dann so über die Beine. Kann ich so gucken. Barisch. Von. Geil. Ja, super. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen. Wenn ja, schaltet auch morgen wieder ein, wenn es heißt Feeden oder Gefeedet werden. Zählt nicht den Song, hab euch alle lieb, abonniert meinen Kanal, Daumen nach oben und letzte Level 7 Marke jetzt. Oh, stopp. Ist mir eigentlich jetzt Lattens, meistens Schaden verursacht, ist mir eigentlich völlig egal, denn wir haben Folgendes. G-Level 7, endlich! Und damit auch wieder ganz vorne bei mir am Start.
Das ist cool. Ja, guck mal. Hier endlich Level 7. Zack! Bumm. Tschüss.